Aber wenn er Ammoniak fahren würde, dann hätte er zwei blaue Kegel übereinander. Und müsste auch woanders liegen. Ich muss jetzt gerade mal nachrechnen. Ammoniak, was der transportieren kann, kennt man unter anderem aus der Reinigungsmittelindustrie. Wir Älteren kennen es auch aus der Schule, wenn die früher Fenster geputzt haben. Das roch so eklig, das war Ammoniak. Propylengas, was der auch transportiert, ist ein Flüssiggas für die Chemieindustrie, die Kunststoffherstellung. Propanbutangas kennt man unter anderem aus Einwegfeuerzeugen. Ich musste eben noch nachrechnen. Der Tankinhalt vom Schloss Mainau würde ausreichen, um 437.840.000 Einwegfeuerzeuge zu befüllen. Ich weiß es nicht, ich rauche nicht. Sie können das ruhig nachrichten, das stimmt.